Lustige Witze in 3, 2, 1. Stopp! Hallihallo und entschuldigt bitte die Unterbrechung. Ich muss mal ganz kurz auf etwas von Folge 199 eingehen. In Folge 199 von Lustige Witze habe ich diesen Witz gebracht. Alle machen immer Witze über uns Sachsen. Das ist sexistisch. Und anschließend habe ich dazu diesen Kommentar bekommen. Den mit Sachsen ist beleidigend, bin aus Sachsen und finde es beleidigend. Meine Antwort war daraufhin logischerweise mi 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 mi. Und dazu habe ich von der Person folgende Antwort erhalten. Aha, mi 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 mi, also würdest du es lustig finden, wenn man sich über deine Sprache lustig machen würde? Werde schon wegen meinem Akzent gehänselt und dem muss man sich noch sowas anhören. Dachte, ich kann bei einer Folge runterkommen, aber nein. Außerdem kannst du Sachsen nicht mit Deutschland vergleichen. Wir sind rein ruhiges Volk, ohne Politikstreit. Riesenlanger Link von Zeit.de. Vielleicht solltest du dir das mal anschauen und nun überleg dir, ob du dich nochmal über uns lustig machen willst. Alter, guck mal, was im Titel steht. Lustige Witze mit schwarzem Humor. Ich würde das nicht mal als schwarzen Humor bezeichnen. Das ist halt ein dreckiger, schlechter Witz. Ich mache mich bei mittlerweile über 200 Folgen lustige Witze über alles lustig. Über Juden, über Schwarze, über Christen, über Homosexuelle, über Politiker, einfach über alles, weil es Witze sind. Ich sage dir jetzt etwas, was ich schon bei Folge 100 zu Jumbo Schreiner gesagt habe und der hatte noch wesentlich mehr Recht, sich zu beschweren, weil es sich an ihn als Person widmete und nicht an eine Gruppe. Man muss auch verdammt nochmal über sich selbst lachen können. Wenn ich jetzt über Sachsen keine Witze mehr machen könnte, dann dürfte ich über niemanden mehr Witze machen. Und dann würde dieses Format einfach scheiße sein oder gar nicht mehr stattfinden. Wenn du dich bei einem Witz persönlich beleidigt fühlst, dann bist du hier einfach falsch. Wenn es jetzt ein krass rassistischer Witz gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, war vielleicht ein bisschen hart, aber das... Verzeihung, das musste mal raus und jetzt viel Spaß mit der Folge. Gerade einen Jogger gesehen mit dem Spruch auf dem T-Shirt, mein Warm-up ist dein Workout. Mein Vortrinken ist deine Alkoholvergiftung, du blöder Spast. Früher war das mit der Partnersuche ja noch einfach. Frau gesehen, Keule drüber und mitnehmen. Die gute alte Zeit. Manche Mädchen posten so übertriebenes Liebeszeug, dass sogar ich anfange, ihren Ex zu vermissen. Ich behaupte, heutzutage wird mehr am Geldautomaten als an Kirchen gebetet. Die haben heute meinen Kater kastriert. Was für eine hodenlose Frechheit. Ich habe jetzt endlich ein Gewehr mit Betäubungsfallen für meine Partnersuche. Entweder meine Freundin ist schwanger oder sie wird fett. Auf jeden Fall sollte eine Treppe das Problem lösen. Ich hab den schwarzen Gürtel in vielleicht Athletik. Wurden die Arschkarten für 2019 eigentlich schon verteilt? Ich halte mich im Ikea grundsätzlich neben Schränken auf. Ich bin gern unter meinesgleichen. Ich will nicht sagen, dass es in letzter Zeit viel regnet, aber mein Tacho zeigt mir seit kurzem die Geschwindigkeit in Knoten an. Flankenkicker, Flick, Kick, Fuck! Flankenkicker, Flick. Kickt flinke Flanken. Flinke Flanken kickt Flankenkicker Flick. Ich habe jetzt endlich Einsteins Relativitätstheorie verstanden. Wurde auch mal Raum. Die Babysitterin sagte zu meiner Frau und mir, wir sollen uns Zeit lassen. Diese 3 Jahre haben wir echt gebraucht. Dank des Klopapiers mit Spekulatiusduft ist mein Arsch immer noch in Weihnachtsstimmung. Veganer haben immer schlechte Laune, weil sie selbst aus Fleisch sind. Immer wenn du denkst, jetzt passt wirklich niemand mehr in den Bus, dann kommt noch eine Frau mit einer Harfe. Facebook-Freunde sind wie Kugelschreiber. Du hast zwar 200, aber nur 5 davon schreiben. Ich höre tote Menschen. Chester Bennington, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Freddie Mercury. Rest in peace. Fitnessuhren sind die Tamagotchis von heute. Nur das dumme Viech, das man am Leben halten muss, ist man selbst. Irgendwann. Wenn sie Leute für Schockbilder auf Schnapsflaschen suchen, schlägt meine Stunde! Leute, denen ich sage, dass ihr Handy die Datenübertragung meiner Fußfessel stört, wirken oft sehr abgeschreckt. Um eine Frau zu fangen, muss man wie ein Schuh denken. Mein Chef sagt, ich muss zuhören, sonst passiert irgendwas. Ich glaube, dass der Typ, der laut fluchend und mit blauem Arm aus dem Dixi-Klo kommt, ein sehr teures Smartphone hat. Ich hasse Dreiviertelhosen. Da kommt unten immer der Pimmel raus. Und der Kommentar der Woche aus Folge 200 ist von Maxim Noise. Hahaha, du bist der Hammer. Coole Community. Auf die nächsten 200 Folgen. Vielen Dank, das kann ich genauso an euch weitergeben. Schreibe auch du einen Kommentar, um vielleicht Kommentar der Woche in Folge 202 zu werden. Daumen hoch und like und abonnieren. Like und abonnier, YouTuber. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier, YouTuber.